Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Edna bricht aus, der Sammleredition mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Jetzt ist Poki verschwunden. Ey, das macht mich verrückt hier. Kann ich denn noch speichern? Ja, das geht noch, ne? Gut, jetzt ist er wieder da. Gott sei Dank, ich bin beruhigt. Ja, ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Wir brauchen ja Dr. Marcells Unterschrift. Und Edna kann fälschen, aber sie will es noch nicht so wirklich. Meine eigene Unterschrift ist da wohl nicht viel wert. Das sagt sie mir jedes Mal. Ich werde mal in Dr. Marcells Büro gehen. Vielleicht gibt es da einen Weg, dass da irgendwo... Vielleicht muss ich es irgendwo sehen. Ich vermute jetzt mal nur. Also um eine Unterschrift fälschen zu können, muss man sie sehen. Oder sie irgendwo vorliegen haben, damit man vergleichen kann. Edna, dreh dich mal bitte. Das ist nicht so... Das war etwas frivol. Von hinten. Ja. Ich habe eigentlich gedrückt. So. Da ist immer noch der Polo-Spielende. Hier ist nämlich ein Diplom. Das sehen wir uns mal an. Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Das passt doch. Kann ich jetzt? Meine eigene Unterschrift ist da wohl nicht viel wert. Wie mache ich denn das jetzt? Nehme ich das Blatt und... Sieh an, da ist Dr. Marcells Unterschrift auf dem Diplom. Aber wie bekomme ich sie vom Diplom auf diesen Zettel? Mit einem Schrift. Darauf hat schon wer unterschrieben. Und er schreibt doch selbst. Meine eigene Unterschrift ist da wohl nicht viel wert. Ah! Was ist denn das hier? HW2, Unterschriften fälschen. Habe ich ja gar nicht gesehen. Geht das? Noch ist da keine Unterschrift drauf. Ich sollte einen Weg finden, das zu ändern. Gut, dann probieren wir es jetzt mal hier mit. Ja, ich glaube, diese Unterschrift könnte ich lernen. Etwas später... Das sollte reichen. Ich kann die Unterschrift perfekt imitieren. Oh Mann, haben die einen Schuss. Das ist ja alles voll gekritzelt. Herrlich, herrlich. So, jetzt haben wir die Unterschrift. Jetzt muss ich erstmal husten. Was machen wir denn jetzt noch? Die könnte jetzt zur Gruppentherapie gehen. Ob das was bringt? Und geht das auch eigentlich mit den anderen Zetteln? Wo habe ich denn hier noch was handgeschrieben? Hier. Ja, ich glaube, die Handschrift vom Barmann könnte ich lernen. Immerhin ist er offensichtlich Legastheniker. Er schreibt selbst Stinkdrink mit 3x. Wie geht denn das? Ansehen. Ist denn da jetzt was anders? Oh Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Ja. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Benutzen. Nee. Ich dachte, man kann die nochmal lesen, aber geht wohl nicht. Ja. Was machen wir denn jetzt? Der Barmann hatte ja noch was im Glas stehen. Aber ich könnte auch erstmal... Ich kann nicht weitergehen. Ich muss hier erstmal so zur Gruppentherapie. Macht das Sinn? Ich komme hier nicht mal mehr weg. Hallo? Dann geht das Menü auf. Gehe zu Flur. Klappt das jetzt? Jetzt klappt es. Gott sei Dank. Wieder auf die andere Seite. Wie komme ich denn da jetzt hin? War das nicht so? Wo kommt man? Hier geht's zur Tür. Hier geht's raus. Oder? Hier. Was war hier? Hier war der Essensaal.
Küche. Kommen wir irgendwie... Hier ging's zur Bar, glaube ich. Was soll ich schreiben? Kaffee. Wasser. Wasser? Okay. Ich habe eine Idee. Jetzt habe ich da was aufgeschrieben, ne? Das schoss mir eben gerade so ein. Jetzt habe ich eine Idee. Ah, hier ist der. Hier ist aber nicht der, wo ich hin will. Da war das auch nicht. Das war ja das Archiv. Da will ich jetzt gar nicht hin. Da will ich hin. Können wir den Wäschelift? Kann ich hier nicht benutzen, ne? Ah, scheiße. Wie komme ich denn da jetzt wieder hin? Edna! Wir müssen da hin. Wir müssen auf jeden Fall zum Barmann. Der kann mir nämlich ein Glas Wasser geben. Und dann gehe ich zum Freund Blase. Ah, hier geht's zur Gruppentherapie. Dann gehen wir mal zur Gruppentherapie. Mal schauen, ob das Sinn macht. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Okay. Fragen wir erstmal Poki. Ja, und da sind wir schon in der Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Da wir in der Postmoderne sind, war das quasi eine Pflicht, selbstreferenzielle Inhalte in das Spiel einzupflegen. Und entsprechend sitze ich hier in dieser Therapiegruppe und raufe mir die Haare und jammere darüber, wie stressig es war, dieses Spiel zu erstellen. Man sieht mich allerdings nur von hinten. Das liegt auch daran, dass ich ein Gesicht habe, das sich einfach nicht zeichnen lässt. Ich sehe auch auf allen Fotos immer unterschiedlich aus, die man von mir schießt. Manchmal ist da irgendwie so ein schmieriger Film drüber und Fotos von mir macht. Das ist ein bisschen besorgniserregend. Ja, besonders freut mich natürlich, dass hier noch Teammitglieder aus dem originalen Edna-Staff zu sehen sind, die halt größtenteils eben auch noch mit an Edna gearbeitet haben, bevor Dedelic überhaupt gegründet wurde. Hier auf der linken Seite ist Olaf, der allerdings auch eine Zeit lang Lead Programmer bei Dedelic war. Das ist ein bisschen fies, dass ich ihn mit zerrissenem Hemdsärmel gezeichnet habe. Der hat sich einfach, glaube ich, in den Tagen irgendwann mal den Hemdsärmel aufgerissen und ist mit diesem Hemd so rumgelaufen und ich habe das gleich ins Spiel mit übernommen. Normalerweise läuft er natürlich mit vollkommen intakten Hemden rum. Hier vorne mit dem roten Pullover, das ist Felix, ebenfalls ein sehr begnadeter Programmierer. Also ich hatte ja insgesamt wenig Hilfe, aber Gott sei Dank bei der Engine, da haben mir der Olaf und der Felix sehr viel geholfen. Und im Hintergrund die beiden Gestalten, das sind auch Programmierer, von denen ich noch nicht mal mehr die Namen, die haben halt sehr kurz nur an dem Projekt mit dran gearbeitet. Stefan hieß der Linke und der Rechte, an dessen Namen erinnere ich mich bestimmt auch noch, wenn ich einmal irgendwann ausschlafe. Das war auch 6 Jahre her, war nur kurz dabei. Vorne rechts allerdings, der René, der hat mir viel bei der Story geholfen und hat auch noch lange Zeit bei Dedelic als Game Designer gearbeitet, hat unter anderem bei New Beginning mitgearbeitet, aber eben auch ganz entscheidend bei Harveys Neue Augen, 1,5 Ritter und so weiter. Zu dem Zeitpunkt hat er offensichtlich noch extrem lange Koteletten getragen. Das sollte er mal wieder machen. Sieht gut aus, René. Also, wenn du das hörst, Koteletten, top. Gut, dann wollen wir ihr mal das Formular zeigen. Ich habe dieses Formular hier. Das ist tatsächlich eine Anmeldung für unser Seminar. Aber Ihr Arzt hat vergessen zu unterschreiben. Kommen Sie wieder, wenn Sie eine unterzeichnete Anmeldung haben. Oh, habe ich noch nicht unterschrieben? Und machen Sie die Tür hinter sich zu. Ja doch. Ich dachte, ich hätte unterschrieben. Ich bin verwirrt. Ha, wer braucht die schon? Meine eigene Unterschrift ist da wohl nicht viel wert. Ja, dann muss ich da wohl nochmal hin. Irgendwas habe ich denn da falsch gemacht.
Dann gehen wir da gleich nochmal hin. Das ist ja seltsam. Bevor ich zu Freund Blase gehe. Wo geht's eigentlich hier hin? Ja, hier geht's schneller. Da ist der Pförtner. Wenn ich da rausgehe, dann werde ich wieder gefangen genommen. Das wollen wir noch nicht. Obwohl, ich habe ja eine Karte fürs Wäscheliftsystem. Ich komme ja jederzeit wieder raus. Boah, ich weiß auch nicht, warum ich dabei anfange jetzt zu singen. Das ist ein komischer Heizkörper da eben an der Wand. Gehe zur Flur. Edna, wir müssen das richtig machen mit der Unterschrift. Warum machst du das nicht richtig? Warum mache ich das nicht richtig? Also nochmal. Ich habe ja jetzt die Fähigkeit HW2. Wartet mal, ich bin ja doof. Dieses Arrangement ist die Handschrift. So, wartet mal, ich muss HW2 hier drauf anwenden. Noch ist da keine Unterschrift drauf. Ich sollte einen Weg finden, das zu ändern. Aha. Sieh an, da ist Dr. Marcells Unterschrift auf dem Diplom. Ja, das wissen wir. Wie bekomme ich sie vom Diplom? Mit HW2? Die Unterschrift kann ich schon. Mhm. Und warum schreibst du sie nicht rauf? Ich habe das Werkzeug und ich habe das Talent. Ja, dann mach's doch ein... Ach, hier! Ach, bin ich doof. Cool, ich habe das Werkzeug und ich habe das Talent. Warte mal, das habe ich gar nicht gesehen. Das ist der Unterschrift mit dem... Sehr gute Idee. Ich unterzeichne den Wisch einfach im Namen von Dr. Marcel. Habe ich gar nicht gesehen. So, und hier haben wir... Barmanns Unterschrift? Was soll ich schreiben? Nichts. Stand da Komplettlösung? Nochmal. Was soll ich schreiben? Biggidi Baggidi Boo. Na gut, 3x. Das haben wir ja wohl hingekriegt. Aber jetzt habe ich denn... Ach so, funktioniert. Da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Ich komme hier nicht mehr raus. Jetzt aber. Also, nochmal runter. Komm. Gehe zur Flur. Gehe zur Treppe. Am liebsten würde ich aber in die Bar... Wenn wir jetzt hier schon mal sind, ist es vielleicht sinnvoller, wenn ich jetzt zum Therapieraum gehe. Um mal zu schauen, was da abgeht. Ladebildschirm. Und eine frivole Edna von hinten. Hier, ne? Ich habe das schon wieder vergessen. Nein, war richtig. Sehr interessant, Herr. Und sind die... Hören Sie selbst... Warten. Ja, bitte. Kommen Sie... So, ich habe das jetzt mal abgebrochen. Das kennen wir ja alle schon. Ja, 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 ja. Ich habe eine unterschriebene Anmeldung. Sehr gut. Setzen Sie sich bitte zu den anderen, ja? So, wenn wir dann soweit sind, möchten Sie denn als neues Mitglied der Runde beginnen? Ich würde mir lieber erst einmal ansehen, wie das hier abläuft. Na, das macht man doch zuerst, oder? Dann machen wir doch besser da weiter, wo wir aufgehört haben. Poki. Poki, stellen Sie sich nochmal vor. Ja, ja, na gut. Also, ich bin Poki und ich war so wahnsinnig zu glauben, ich könnte ein Computer-Adventure-Spiel in nur wenigen Monaten mit nur einer Handvoll Mithelfern programmieren. Und gleichzeitig noch die über 100 Hintergründe zeichnen und alle Animationen und in der Zeit noch meine Diplomarbeit schreiben. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Vorletzter ausgewählt. Als Vorletzter? Sehr interessant. Nächste Frage. Was hätte Ihr Haustier für eine Farbe gehabt, wenn es ein Huhn gewesen wäre? Ocker. Ocker? So, so. Der Fall ist klar. Sie leiden unter Größenwahn. Danke. Ich glaube, jetzt bin ich geheilt. Was? Ja. Das soll die Therapie sein? Probier es aus. Es hilft ungemein. Wären wir dann soweit? Was ich? Ja, meinetwegen. Dann stellen Sie sich doch bitte einmal der Gruppe vor. Wenn es sein muss, hallo Gruppe. Ich bin der Mann im Bingo. Ich bin Adrian Troggelbecher. Labuselgarn. Jetzt muss ich mal überlegen. Das könnte vielleicht wichtig sein, um bei
Adrian da reinzukommen. Drogelbecher. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Drogelbecher, das haben wir uns doch aufgeschrieben. Der wurde immer als Drittes aufgerufen. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Drittes ausgewählt. Als Drittes? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Goldfisch gewesen wäre? Na, grün, weil ich hatte ja einen grünen Hund. Grün. So. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir die ganze Zeit nur Märchen. Wenn Sie nicht mitarbeiten, kann ich Sie auch nicht therapieren. Sie sollten jetzt lieber gehen. Die ist gut. Der braucht die schon. Na, da gehen wir denn ein andermal hin. Ich denke mal, sie hätte... Ich will unbedingt zu Blase. Den habe ich doch schon 2 Folgen lang geärgert. Wie kommen wir denn da hin? Blase, Freund Blase. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ich habe mich wieder vertan. Hier ist auf keinen Fall richtig. Hier ist total falsch. Was mache ich hier? Ich habe mich verlaufen. Das Sanatorium ist zu groß. Nochmal durch die Küche. Da ging's durch. Dann gehen wir mal hier. Hier müsste ich, glaube ich, hin. Dann sind wir da draußen. Genau. Und ich muss wieder auf die andere Seite. Und das kann ich wahrscheinlich nur, wenn ich jetzt hier... Oh, oh. Hey! Dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen. Wir fragen erstmal Poki. Ja, das ist natürlich eine weitere große Gemeinheit von mir, dieser Raum. Edna kann ja, nachdem sie ihre Zelle verlassen hat, sich relativ frei in der Anstalt bewegen. Ja. Und man kann auch tatsächlich schon überall hingehen, also verhältnismäßig überall und halt schon ganz viele Sachen mitnehmen und anfangen, Rätsel zu lösen und so weiter. Aber ganz egal, ob man das gemacht hat oder nicht, sobald man diesen Raum betritt, wird man eingesperrt und ist erstmal wieder hinter den Gittern. Was Edna auch das Spiel verhältnismäßig komplex macht, dadurch, dass man halt eigentlich theoretisch die Freiheit hat, an dieser Tür vorbeizugehen und erstmal andere Sachen noch zu erledigen und andere Sachen zu sehen. Aber eben auch, also beim Programmiertechnischen ist es komplex, man hat halt irgendwie die Möglichkeit, dass Spieler halt auf direktem Wege hier durchlaufen. Das heißt, es gibt ganz viele Items, von denen ich halt gar nicht weiß, hat Edna die schon im Inventar, sobald sie den Bereich mit den Irren betritt oder hat sie die nicht im Inventar. Aber das Starke, was meiner Meinung nach diese Entscheidung verursacht, ist, dass man auch wirklich das Gefühl hat, ich hätte doch noch so viel machen können. Ich hätte doch noch vorher in diesen Gang reingehen können, da habe ich mich doch noch gar nicht richtig umgeguckt und so weiter. Genau. Man läuft durch diese Tür und wird geschnappt und denkt so, ach verdammt, ich hätte da doch noch so viel machen können. Umso schöner ist nachher das Gefühl, wenn man das erste Mal wieder hinter die Gitter kommt und sich halt tatsächlich frei in der Anstalt umsehen kann. Dann aber auch immer mit der Angst so, okay, hinter jeder Tür könnte theoretisch wieder so eine Szene lauern. Hinter jeder Tür könnte wieder ein Wächter lauern, der einen gefangen nimmt. Das heißt, auf der einen Seite eigentlich eine sehr unbequeme Designentscheidung, auf der anderen Seite glaube ich aber doch ein ganz intensiver Moment oder die Quelle für ganz intensive Momente im Spiel. Du bist ein Schlitzohr, ein Charmeur, wollte ich sagen. Ich bin doch der Neue, ich bin gar nicht da, du hast mich nie gesehen. Ich bin gar nicht da, du hast mich nie gesehen. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna. Ja, ich kenne mich schon. Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Wieso? Du kommst jedes Mal mit denselben Ausreden. Was noch? Du hast eine Sondergenehmigung. Du bist nur zu Besuch. Genau. Oder nein, warte. Du bist der Neue, richtig? Ja. Ich habe es so... Alarm! Entflohener Patient! Was gibt's? Na was wohl? Eine entflohene Patientin! Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Stiesel ist auf dem Dach. Ich sitze den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Der Doktor ist weg. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ich...
Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht... Oh, das habe ich jetzt aus Versehen abgebrochen. So. Aber und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Das kennen wir ja alle schon. So, jetzt will ich zur Bar. Wo ist die Bar? Wo ist mein Mauszeiger? Das habe ich wohl... Nein, hast du nicht. Wir wollen zur Bar. Braucht dich dafür das Wäscheliftsystem? Hier war... Hier ging es zum Bienenmann. Genau, am Bienenmann vorbei ging es in die Bar. Genau. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich, was soll's denn sein? Ein Glas Wasser. Ein Glas Wasser bitte. Steht nicht auf der Karte. Und wie das auf der Karte steht. Was? Lass mich mal sehen. Witzbold, das ist nicht meine Handschrift. Das hast du selbst drauf geschrieben. Gib es zu. Oh. Aber ich hab doch... Die Unterschrift kann ich schon. Aber, das... Ich dachte, ich war mir zu sicher... Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle. Ja, das kennen wir auch schon. Muss ich mal in der Pause überlegen, die ich nämlich jetzt machen werde. Jetzt war ich mir siegessicher. Das hat ja mit der anderen Unterschrift auch gut geklappt. Weil wir wollen das Ding haben, den Löffel. Den Löffel! Wir brauchen doch Ton für den Schlüssel. Habe ich mir extra aufgeschrieben. Na gut, nächste Folge. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!